Hallo. Jetzt habe ich sicher 10 Minuten gewartet, weil die Kirchenglocke angefangen hat zu läuten und es hat nicht mehr aufgehört. Aber jetzt ist wieder Ruhe. Ja, ich möchte mich wieder mal bedanken für diese vielen lieben und berührenden Kommentare, die ich immer wieder bekomme. Ja, sehr schön, danke. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass es ja mir wichtig ist, dass wir immer auf Augenhöhe bleiben. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen so auf den sozialen Medien etwas umgeschaut und immer wieder mal so Kommentare gelesen zum Thema, zum großen Thema und habe gesehen, wie so diese Spaltung, also ich fand es schwierig. Ich habe immer wieder versucht, als Beobachterin einfach zu lesen. Und manchmal ist es mir gelungen und manchmal auch nicht. Und einfach so, wie die Menschen miteinander umgehen und so einfach, ja, sich klein machen, lästern, jemand einfach platt machen, ich kann es nicht anders sagen, dass ich einfach der oder die einfach so ihre Meinung mitteilt, ohne eigentlich zu werten, einfach die eigene Meinung und dann kommt wie so ein Angriff von außen und ja, das hat mich jetzt ziemlich beschäftigt. Und ich merke, dass ich da jetzt auch wieder aussteige. Genau. Und mich gar nicht mehr damit beschäftige, weil ich merke auch, dass es gar kein. Also, weil die Diskussionen, die sind nicht irgendwie. Also, ich denke nicht, dass da irgendetwas bewegt wird damit. Ich sehe immer klarer, dass eigentlich das einzige Positive in dieser ganzen Geschichte ist, dass wir einfach lernen zu beobachten, bei uns zu bleiben, und lernen zu versuchen, nicht zu werten und auch immer wieder ja, sich zu fragen, was passiert da gerade, was passiert mit diesem Menschen, dass er jetzt so aufgewühlt ist oder sich so aufbäumen muss. Und wenn du es so betrachtest, dann ja, also ich sehe dann meistens einfach eine große Angst dahinter und so kann ich es dann wieder verstehen. Aber jetzt verbinde ich mich mit der Mutter des Lichts, weil das ja eigentlich ja, auch für mich immer wieder sehr schön ist, diese Energie, die ja eigentlich auch unsere
die ja eigentlich unsere eigene Energie ist, weil wenn wir uns da so öffnen und diese Energie so wahrnehmen im Herz, dann ist es immer das, was wir in uns selber tragen. Und du kannst dich auch ganz mit ihr verbinden. Es öffnet sich dieser Raum. Ich nehme wahr, wie sie etwas hinlegt, aber ich habe es noch nicht erkannt. Es ist wie so ein dunkler Behälter und da kommt immer wieder eine weiße Taube raus. Und was sie uns damit sagen möchte? Sie sagt, ich grüße dich von Herz zu Herz. Die Energie des Lebens, ein Neubeginn und das Bild, das ich dir gegeben habe, symbolisiert die Einfachheit, aus diesem, ja, wie alten Kokon herauszuhüpfen. Es ist eine alte Energie, die sich wie so eigentlich schon überall immer mehr öffnet oder löst. Und sie sagt, dieser Durchbruch oder das ganz Aussteigen gelingt dir dann, wenn du erkennst, dass die eigene Liebe, die Kraft, das Licht, das eigene Denken dass das entscheidend ist, das eigene Denken und Handeln und das alte, Erlernte oder das, was wir wiedergeben, immer wieder mit den eigenen neuen Gedanken ersetzen oder so wie diese alten Gedanken ganz bewusst transformieren, wenn wir erkennen, dass da jetzt wieder so ein Gedanke von Unsicherheit, Angst oder Wertung kommt. Und je mehr, dass ihr lernt, diese Gedanken
zu verändern und sie gleichzeitig in euer Herz nehmt. Also wenn jetzt so ein Gedanke kommt und der mir so bewusst ist, dass ich ihn wie einfach in meinem Herz bildlich vorstelle, wie dieser Gedanke sich in meinem Herz transformiert in Licht, Leichtigkeit. Und sie sagt, dass es eine immense Transformation ist, die somit auch stattfindet. Weil der neue Gedanke so gleichzeitig wie auch ganz viel Raum bekommt. Und dieses bewusste Denken und Handeln. Zeig dir gleichzeitig, wie du selbst die Verantwortung wieder zurücknimmst. Deine eigene Wahl und somit auch dein eigenes Leben erschaffst. Die neue Welt in dir selbst. Und das, was jetzt von außen her so zu uns kommt, und das ist ja unendlich, also unendlich nicht, aber es ist einfach immens groß. Schon alleine, also eigentlich das Thema ist überall. Überall, wenn wir jemand antreffen und miteinander sprechen, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir, also bei mir auch, wenn ich im Bus oder Postauto sitze, Nachrichten vorne auf dem Bildschirm. Also eigentlich, es ist das ganze Feld ist voll, also wir werden richtig so bombardiert. Und sie sagt, die Insel findest du nur in dir selbst. Gleichzeitig löst du immer mehr so diese Fäden oder diese, das alles, was von außen überhaupt Zugang hat. Weil es dann auch nicht mehr so groß ist. Und sie sagt, ich berühre dich. Auf deinem Herzen. Ein Moment der Stille. Ein Moment der Ruhe in dir. Die Energie fließt
der Kanal zum Licht kann sich in dieser Ruhe wieder ganz ausdehnen und die neuen Informationen des Neuerschaffens der reinsten Frequenzen wiederum einlassen oder so aufnehmen bis in die unteren Chakren. Bis ins Zentrum der Erde. Sie sagt, vertraue deiner Liebe. Und in dieser Leichtigkeit wird auch immer wieder mehr Leichtes auf dich projiziert oder begegnest du auch wieder mehr diesen leichteren, lichtvollen Energien. Als Menschen, als Gedanken und als Erfahrungen in dein Feld Einlass bekommen. Sie schenkt uns eine rosa Blüte. Und diese Blüte erinnert oder ja, widerspiegelt so unser Herz. Licht oder ja, ich bedanke mich bei ihr. Diese schöne Begegnung und auch das Geschenk. Und dir wünsche ich einen ganz schönen, leichten Tag. Bis bald. Ciao.